We zijn niet bang. We zijn niet bang. We zijn niet bang voor de islam. We zijn niet bang. Endspurtwahlkampf in Den Haag. Die ohnehin aufgeheizte Stimmung vor der Parlamentswahl wird durch die diplomatische Krise zwischen der Türkei und den Niederlanden noch befeuert. Und er profitiert besonders davon. Bereits vor der Eskalation am Wochenende demonstriert Geert Wilders in Den Haag gegen Auftritte türkischer Politiker und lockt damit Dutzende Fremdenfeinde aus dem ganzen Land an. We don't like Islam in the Dutch, in the Netherlands. Omdat wij vinden dat de islam is een hele vrede ideologie. Het wordt door iedereen maar genoemd de islam van de liefde. Maar als je dus de werkelijke beelden kijkt, wat de islam werkelijk is, is tegen homoseksuelen, is kindbruidjes, is onderdanigheid naar vrouwen in burka's, hoofddoekjes. Dus wij zijn tegen de islam. I will tell you, islam is not a religion. It is an ideology. And the ideology takes away every right. So no religious freedom for Muslims? Oh, religious freedom for everyone. But I say Islam is not a religion. Wie gehen Muslime in den Niederlanden mit dieser aggressiven Anti-Islam-Stimmung um? Wir besuchen das Den Haager Stadtviertel Schilderswijk. 90% der Bewohner hier haben einen Migrationshintergrund. Die Einkommen sind gering, die Arbeitslosigkeit hoch. Die Stimmung vor der Wahl pessimistisch. Geert Wilders is someone who spreading hate. And when he win, he will destroy the society. Because we live around here, all kind of ethnic people, we live together, we greet each other together, we have happiness in the life together. But this kind of politics with spreading hate, he gonna divide the people. Ik ben niet bang voor Wilders, maar hij praat alleen maar dingen wat mag niet praten. Hij mag niet praten die dingen tegen de moslim is dit, de moslim is dat. Wat is dat? Ja, ik ben 35 jaar hier, maar natuurlijk bang. Ja. Ja, kijk, die andere jongen ook kijken van hem, dan dacht een beetje discriminatie doen. Darum, das ist gewahrlich. Hier die multikulturelle Gesellschaft, dort die islamfeindlichen Rechtspopulisten. Wie kommt es, dass ausgerechnet die Niederlande, einst liberales Vorbild in Europa, so gespalten sind? The Netherlands is a very prosperous, equal, happy country, if you look at the statistics. And still there is this very right-wing populist movement, which is expressing anger, frustration and disappointment in society. That's a very strange mystery to solve for analysts. And a lot has to do with the fact that it's a cultural phenomenon, mostly. Holland is perceived to be a paradise at this moment by many people, and people have the feeling that this paradise is going down and not being maintained by the elites of the country. That's I think a very strong force behind this right-wing populist movement, not only in the Netherlands but everywhere in Europe. I want to make sure that I'm not on the same page. Zurück beim Wahlkampftermin von Geert Wilders. Auch einige Deutsche sind nach Den Haag gereist. Geert Wilders ist für sie ein Vorreiter in Europa. Welche Lösungen hat denn Wilders parat? Naja, also das, was er ja zumindest erstmal vorschlägt, ist, dem Islam ganz klar Grenzen zu setzen. Das ist ja wohl dringend erforderlich. Also alles das, wozu wir Deutschen nicht in der Lage sind, diese Sonderwünsche einzuschränken, ein komplettes Burka. Welche Sonderwünsche? Also das geht ja los bei Sonderbehandlungsansprüchen von Kindergarten, in Schulen, Gebetszeiten, auch während der Arbeitszeit und diese ständige Forderei und gleichzeitig diese sich in die Opferrolle flüchten. Ja, was Muslime bei uns an den Tag legen. Das machen alle Muslime. Das machen so ziemlich alle Muslime. Auch wenn die Rechtspopulisten in den Niederlanden derzeit besonders laut sind, ein Sieg von Wilders erwartet der Historiker Kyperus nicht. All the international media now in the Netherlands waiting for the big story, from Brexit to Trump to Wilders to Marine Le Pen to the AfD victory in Europe. I think it will not work at all. This is a myth, this story. I think the populist revolt will stop in the Netherlands.